Die Businessfragen GmbH produziert gehobene Büromöbel. Die Fixkosten belaufen sich auf 150.000 Euro. Die variablen Kosten betragen 250 € pro produziertes Möbelstück. Der Verkaufspreis pro Stück liegt bei 500 €. Es werden pro Jahr 4.500 Stück produziert und verkauft. Ermitteln Sie rechnerisch die Gesamtkosten der Businessfragen GmbH. Und um die Gesamtkosten zu berechnen, müssen wir uns zuerst einmal anschauen, wie lautet die Kostenfunktion bzw. wie errechnen wir die Gesamtkosten. Und hierfür können wir folgende Formel anwenden. Die Gesamtkosten, groß K, werden errechnet, indem wir die Fixkosten zu den variablen Kosten mal Stück dazu addieren. Und daraus ergeben sich dann unsere Gesamtkosten. Vielleicht an dieser Stelle auch noch eine kurze Ergänzung. Wenn hier also das K beispielsweise für Kosten groß geschrieben ist, dann sind damit immer die Gesamtkosten gemeint. Und ist dieses K klein geschrieben, dann sind die Kosten pro Stück gemeint. Aber in diesem Fall wollen wir ja die Gesamtkosten ermitteln und deshalb ist eben hier das K groß geschrieben. Und wenn wir uns dann jetzt diese Formel anschauen und mit der Angabe vergleichen, so können wir jetzt anfangen einzusetzen. Also die Gesamtkosten sind gefragt. Dann schauen wir mal, ob wir die Fixkosten gegeben haben. Wenn wir die Angabe anschauen, ja, da haben wir Fixkosten belaufen sich auf 150.000 €. Das heißt, wir können hier anstelle der Fixkosten einmal die 150.000 einsetzen. Dann müssen wir noch schauen, ob es variable Kosten gibt. Die variablen Kosten sind hier gegeben. Die variablen Kosten betragen 250 € pro produziertem Möbelstück. Das heißt, wir haben einmal hier 150.000 plus 250 mal die Stückzahl. Und auch diese finden wir in der Angabe. Wir haben pro Jahr 4.500 Stück produziert bzw. verkauft. Und wenn wir das Ganze jetzt in diese Formel einsetzen, so ergibt sich eben die Formel 150.000 Fixkosten plus 250 variable Kosten mal 4.500 Stück. Und dementsprechend ergeben sich für die Businessfragen GmbH Gesamtkosten in Höhe von 1.275.000 €.